Phoenix. Der Tag des Boston-Marathons. Ich bin vorne mitgelaufen. Ein wunderbarer Tag. Die Wetterbedingungen sind ideal. Ein besonderer Tag mit elektrisierender Atmosphäre. Tausende von Zuschauern säumen die Straßen. Unter den Läufern zum 44. Mal dabei ist auch Bill Evans vom Boston Police Department. Ich fühlte mich großartig, habe alle meine Kollegen entlang der Strecke gegrüßt. Der Kampfmittelräumdienst war auch da, mit einem Spürhund. Daran erinnere ich mich besonders, angesichts dessen, was danach passiert ist. Eine Stunde später geschieht das Unfassbare. Zwei Bomben explodieren kurz nacheinander, drei Menschen sterben. Hunderte werden verletzt. Die Jagd auf die Attentäter beginnt augenblicklich. Die Ermittler setzen neueste technologische Hilfsmittel wie computergestützte Gesichtserkennung, Wärmebildkameras und Bombenanalyse ein. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Werden die Attentäter gefasst, bevor sie erneut zuschlagen? In den ersten Minuten nach der Explosion eilen Rettungskräfte zu den Opfern. Das Grauen bildet sich in Echtzeit ab, im Fernsehen und in sozialen Netzwerken. Alle sind live dabei in Boston, mitten im Chaos. Polizei und Sanitäter eilen zu den Verletzten und setzen sich dabei der Gefahr weiterer Explosionen aus. Dafür wurden sie ausgebildet, unter anderem von Van Romero, einem der führenden Sprengstoffexperten weltweit. Er beobachtet die Bilder aus Boston mit gemischten Gefühlen. Es ist fast schon schizophren von meinem Standpunkt aus. Ein Teil meines Verstandes geht auf Analysemodus. Gibt es einen Krater? Was bedeutet der weiße Rauch dort? Ich suche nach zerbrochenen Fensterscheiben. Das zeigt mir an, wie stark die Druckwelle war. All dieser analytische Kram geht mir durch den Kopf. Aber die Leute, die dort gerade helfen, werden hier ausgebildet, sind unsere Freunde. Es ist sehr gefährlich vor Ort und für mich sehr bewegend, die Helfer bei ihrer Arbeit zu sehen. Van Romero leitet die Forschungsabteilung an der New Mexico Tech University. Die Hochschule betreibt die leistungsfähigste Versuchsanlage für Sprengstoff in den USA. An jedem Wochentag finden 2 bis 3 Sprengstofftests in dieser kahlen Wüstenlandschaft statt. Was als bevorzugte Prüfeinrichtung von Waffenherstellern begann, um beispielsweise die Durchschlagskraft von Flugkörpern und Kampfmitteln zu testen, hat heute im Zeitalter des Terrorismus einen neuen Aufgabenbereich dazu bekommen. Nach jedem Terroranschlag, ob Oklahoma City, dem ersten Angriff auf das World Trade Center oder nach den Attentaten in der Londoner U-Bahn sind die Ermittler immer wieder hierher gekommen, um ihre Vorstellung davon, was genau passiert sein könnte, in der Praxis zu testen. Der Schauplatz eines Terroranschlags ist einfach nur Chaos. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, die einzelnen Puzzlestücke wieder zusammenzusetzen. Die Rettungsarbeiten haben Vorrang, doch die Ermittlungsarbeiten leiden darunter.
Vor Ort müssen Ermittler Menschen retten und den Tatort abschirmen, aber zugleich auch Beweismaterial sichern. Romeros erster Anhaltspunkt ist immer der Rauch. Er ist weiß, ein sicherer Hinweis auf eine Explosion von Schießpulver, wahrscheinlich eine selbstgebaute Bombe. In diesem Fall denkt er sofort an Bomben aus Schnellkochtöpfen. Die sind hier in den USA nicht weit verbreitet, im Mittleren Osten aber schon. Schnellkochtopfbomben sind ein Terrorinstrument weltweit. Hier haben wir einen, wie Sie ihn vielleicht zu Hause haben. Es ist erschreckend einfach, die Bombe zu bauen. Die einzelnen Bestandteile sind billig und leicht verfügbar. Schießpulver und Metallkugeln, in diesem Fall Gewindemuttern, noch original verpackt. Fest verschlossen verkürzt solch ein Topf die Garzeit. Wenn darin aber Sprengstoff entzündet wird, explodiert er. Das Zünden ist das einzig Komplizierte. Die Experten haben uns nicht verraten, wie es geht, doch ist auch dies im Internet nachzulesen. Könnte also ein Amateur solche Bomben bauen und zwei kurz nacheinander zünden? Die Tatsache, dass es zweimal funktioniert hat, scheint mir doch mehr als Zufall zu sein. Auch die kurze Zeitspanne von etwa 10 Sekunden, also fast gleichzeitig, deutet schon auf einen gewissen Grad an Erfahrung hin. Das Team hier in New Mexico besitzt diese Erfahrung. Bei ihren Sprengversuchen ziehen sie sich in einen höher gelegenen Bunker, mehrere hundert Meter entfernt, zurück. Stand by for count. 5, 4, 3, 2, 1. Dieselbe Art Rauch wie in Boston. Die Explosionen sind auffallend ähnlich. Die Zeitlupendarstellung ist für die Wissenschaftler besonders aufschlussreich. Hochauflösende Hochgeschwindigkeitskameras mit 6200 Einzelbildern pro Sekunde erlauben es den Experten, die kriminaltechnischen Details zu ergründen. Auf der Seite liegend werden die Metallkugeln dicht am Boden herausgeschleudert, was die Gefahr tödlicher Verletzungen noch erhöht. Dies sind die Wände des Dampfdrucktopfs. In der Wiederholung können die Experten die Geschwindigkeit der einzelnen Fragmente bestimmen. Es hat sich fast um 7 Pixel bewegt. Bei einer Auflösung von 6 mm pro Pixel sind das ungefähr 270 Meter in der Sekunde. Nicht ganz Schallgeschwindigkeit, aber ganz schön schnell. Über die Geschwindigkeit der Metallteile können die Experten Rückschlüsse auf Größe und Explosionskraft der Bombe ziehen. Das ist eine wichtige Information für die Ermittler in Boston, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, was für eine Bombe benutzt wurde. Nach der Bergung der Verletzten kann die eigentliche kriminalistische Untersuchung beginnen. Unterstützt durch FBI und andere Bundesbehörden beginnt für die Polizei in Boston die Fahndung mit der Suche nach Bombenfragmenten. Das kleinste Detail ist hierbei aufschlussreich. Genau diese Vorgehensweise haben sie hier in New Mexico gelernt, wo Van Romero gerade ein Team von Studenten anleitet, die Umgebung zu durchkämmen. Zunächst wird alles eingesammelt, was von Bedeutung sein könnte. Trotz der Detonation sind ja noch alle Teile vorhanden. Sie wurden bloß auseinandergerissen. Mit genug Zeit und Sorgfalt könnte man sogar den ganzen Druckkochtopf wieder zusammensetzen. In Boston finden sich großkalibrige Munition und Nägel überall am Tatort verteilt. Und dann, auf dem Dach eines 6-stöckigen Hotels, entdecken die Ermittler den Deckel, was Romeros Vermutung bestätigt. Es handelt sich um Schnellkochtopfbomben. Everyone,
Erst 90 Minuten zuvor hat Bill Evans seinen Marathon beendet. Nun rast er zurück zum Tatort am Copley Square. Die ganze Zeit über habe ich gehofft, dass es eine Gasexplosion war oder eine elektrische Explosion. Ich habe immer wieder gesagt, es können keine Bomben sein, lass es keine Bomben gewesen sein. Vor Ort zweifelt er nicht mehr daran, dass er sich am Schauplatz eines abscheulichen Verbrechens befindet. Ich bin selbst die Straße entlang gelaufen, knapp anderthalb Stunden zuvor. Da war alles noch so festlich. Nun musste ich diese jungen Opfer dort liegen sehen. Zerbrochene Fenster. Die Absperrung auf der Fahrbahn, überall Trümmer, es war unwirklich. Es sah aus wie etwas, das man aus Beirut oder Israel kennt. Es war einfach nur traurig. Drei Menschen sind tot. Hunderte verletzt. Kommissar Evans nimmt seinen Dienst inmitten dieses Chaos auf. Zuvor hat er bereits konkrete Anweisungen von seinem Vorgesetzten Ed Davis erhalten. Einer unserer Männer bearbeitet ziemlich viel Videomaterial für uns. Ich sagte zu ihm, sammle sämtliche Aufnahmen aus der Umgebung ein und fang an, sie auszuwerten. Schon 10 Minuten nach den Explosionen sammelten Polizisten Videos ein. Es gibt bestimmt um die 200 Geschäfte auf der Boylston Street. Wir wussten, wir würden eine Menge Videomaterial erhalten. Um die Aufzeichnungen der Überwachungskameras zu beschaffen, müssen die Polizisten von Tür zu Tür gehen. Die meisten Kameras werden privat betrieben und ausgewertet. Die Stadt Boston selbst hat nur wenige Kameras in Betrieb, alle unabhängig voneinander. Jedes Band wird einzeln ausgewertet werden müssen. Eine zeitaufwendige Arbeit. Es gibt in den USA nur einen Ort, an dem es möglich ist, viele verschiedene Kameras miteinander zu verbinden und alle gleichzeitig in Echtzeit zu betrachten. New York. Dies ist die Kommandozentrale. Polizeichef Ray Kelly ist ein bekennender Anhänger neuer Technologien. Wir sind hier wirklich große Fans von Überwachungskameras. Sie sind eine enorme Unterstützung für die Strafverfolgung. Der Versuch, Tausende von Überwachungskameras in Echtzeit zu verbinden, ist vorher noch in keiner anderen Stadt jemals unternommen worden. Das New Yorker Überwachungssystem ist in dieser Hinsicht einzigartig. Es ist das technisch ausgereifteste Überwachungssystem, das man finden kann, weltweit. Das New Yorker System erfasst einen stetigen Datenfluss aus Lesegeräten für Autokennzeichen, Umweltsensoren und rund 4000 Überwachungskameras, die meisten davon in Privatbesitz. New York hat sein System nach gründlicher Analyse des Londoner Videoüberwachungsnetzes entworfen, mit dem Anspruch, das Londoner Modell noch zu verbessern. Das ist das Beste, was es gibt, weil die Beamten hier in Echtzeit beobachten, was passiert. Das Londoner System eignet sich dagegen nur für die Aufklärung nach einem Verbrechen. 911, where is your emergency? Das Notrufsystem ist in das Überwachungssystem eingebunden. Außergewöhnliche Vorfälle werden mit Adressdaten angezeigt, sodass Kameras in der Nähe live mit einbezogen und deren Aufzeichnungen bis zu 30 Tage zurückgespult werden können. Autokennzeichen werden auf jeder Brücke, in jedem Tunnel in Richtung Manhattan gescannt und mit der Terrordatenbank abgeglichen. Außerdem soll das Überwachungssystem automatisch verdächtige Situationen erkennen, wie etwa unbeaufsichtigte Gepäckstücke auf dem Gehweg. Dabei kann es riesige Mengen an Videodaten nach bestimmten Formen, Bewegungen oder Farben durchsuchen. Ohne Probleme findet es zum Beispiel Leute, die in der Nähe der New Yorker Börse rote Kleidungsstücke tragen. Es handelt sich um eine Sache von 1-2 Sekunden.
Wären all diese Videos nicht in einem System zusammengefasst, müssten die Aufzeichnungen jeder einzelnen Videokamera angesehen werden und die Suche nach Personen in Rot einzeln durchgeführt werden. Aber genau das geschieht in Boston. Und nicht nur mit Überwachungskameras. Jeder hatte an diesem Tag eine Kamera dabei oder sein Smartphone. Alle machten Bilder von Freunden und Angehörigen an der Ziellinie. Die Menschen waren großartig. Von überall her brachte man uns Mobiltelefone mit Aufnahmen, die um den Zeitpunkt des Anschlags herum gemacht worden waren. Das Verhalten der Bevölkerung war großartig. Wonach sollten die Ermittler in dieser Flut aus Fotos und Videos suchen? Worauf sollten sie ihr Augenmerk richten? Und vor allem, wo beginnen? Wir konzentrierten uns ganz auf den Bereich, in dem die Bomben explodierten. Das war natürlich der Schwerpunkt unserer Untersuchung. Nach nur einem Tag hatten wir bereits eine Person herausgefiltert, die uns sehr verdächtig vorkam. Er hatte ein Gepäckstück dabei, das er abstellte, mit hoher Wahrscheinlichkeit der Bombenleger. Die Polizei geht mit dem Video zunächst nicht an die Öffentlichkeit. Zu sehen ist ein junger Mann, der eine Baseballkappe verkehrt herumträgt und einen Rucksack wenige Meter vom zweiten Explosionsort entfernt abstellt, wo zwei Menschen ihr Leben verloren. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den Verdächtigen mit der weißen Baseballkappe, der sie schon nach kurzer Zeit zu einem zweiten Mann mit einer schwarzen Kappe führt. Der Mann mit der schwarzen und der Mann mit der weißen Kappe tauchen gemeinsam auf und dann getrennt voneinander, während sie die Boylston Street entlanglaufen. Beide hatten wohl ziemlich schwere Rucksäcke dabei und beide trugen Baseballkappen. Aus all dem haben wir geschlossen, dass dies die Hauptverdächtigen sein mussten. Aber was sollen die Ermittler mit unscharfen, verschwommenen Fotos anfangen? Die Chance, diese Person zu identifizieren, ist äußerst gering. In New York wurde 2011 eine Abteilung zur Gesichtserkennung gegründet, die eng mit den übrigen Überwachungseinheiten zusammenarbeitet. Doch wie genau kann ein Gesichtserkennungsprogramm im kriminalistischen Alltag zum Einsatz kommen? Es handelt sich nicht um fundierte Wissenschaft, wie zum Beispiel bei Fingerabdrücken oder DNA-Analyse. Aber vielleicht kriegen wir so einen Anhaltspunkt, wer ein möglicher Verdächtiger sein könnte. Ken McKeel demonstriert das anhand eines Szenarios, ähnlich wie in Boston. Das körnige Überwachungsfoto eines Tatverdächtigen inmitten von Passanten. Zuerst muss der beste Blickwinkel gefunden werden. Wie Sie sehen, ist auf diesem Foto der Kopf etwas abgewendet. Hier ist der Kopf geneigt, man sieht nicht viel vom Gesicht. Was wir für die Gesichtserkennungssoftware benötigen, ist vor allem Vergleichsmaterial, und zwar von vorne. Dies scheint das beste Bild zu sein. Das bearbeiten wir. Diese Methode funktioniert allerdings nur, wenn die Person frontal in die Kamera schaut. Hier ist der Winkel nicht gut genug. Also wird das Gesicht mit Messpunkten versehen, und zwar an den Hauptmerkmalen: Ohren, Nase, Augen, Kinn und Mund. Aus dem leicht schiefen Foto wird so eine dreidimensionale Darstellung berechnet. Das wiederum macht es möglich, das Gesicht des Verdächtigen zum Betrachter hinzudrehen. Wir können jetzt die Frontalansicht dieser unbekannten Person in die Gesichtserkennungssoftware eingeben und sie mit der Verbrecherkartei abgleichen. Im New Yorker Police Department haben wir rund 4 Millionen Fotos gespeichert. Dies sind nur Testfotos. Bei einem echten Suchvorgang könnten Fahndungsfotos von früheren Straftätern benutzt werden. Möglich ist auch, Fotos aus Führerscheinen oder Reisepässen zu vergleichen. Aber das wird angeblich noch nicht getan. Der Computer vergleicht das Gesicht aus dem Überwachungsvideo mit dem Fahndungsfoto.
Der gesuchte Verbrecher ist Detective Roger Rodriguez, der dieser Demonstration zuschaut. In dieser Abteilung wurden bislang rund 2000 Fotos analysiert, die zu beinahe 150 Verhaftungen geführt haben. In Boston gelingt es mit dieser Technologie nicht, die beiden verdächtigen Männer mit schwarzer und weißer Baseballkappe zu identifizieren, obwohl das FBI ihre Fotos durch die staatlichen Datenbänke laufen lässt. Die Bilder sind einfach nicht gut genug. Das FBI entscheidet, die Überwachungsfotos wegen Fluchtgefahr zunächst noch nicht zu veröffentlichen. Indessen füllen Internet und soziale Medien dieses Informationsvakuum auf eigene Weise. Aber leider waren die Informationen eher schädlich. Hunderte laden ihre eigenen Videos vom Marathon auf Webseiten wie Reddit hoch und beschuldigen Menschen, die sie für verdächtig halten. Sie markieren auf Fotos Passanten mit Rucksäcken. Auf diese Weise wurden Unschuldige eines entsetzlichen Verbrechens beschuldigt und in Gefahr gebracht. Auf dem Höhepunkt dieses durch die sozialen Medien angefeuerten Wahnsinns zeigt die Titelseite der New York Post die beiden angeblichen Bombenleger. Es trifft zwei völlig Unschuldige. Das ist die Schattenseite, wenn alle helfen wollen. Eine Hexenjagd im Internet. Aufgrund der falschen Verdächtigungen beschließen die Verantwortlichen im FBI, die Bilder der mutmaßlichen Täter nun zu veröffentlichen. Einerseits besteht Fluchtgefahr, andererseits sind diese Leute, die getötet haben und Hunderte verletzen wollten, immer noch da draußen und denken wahrscheinlich darüber nach, es wieder zu tun. Wir haben auch eine Verantwortung der Allgemeinheit gegenüber. Heute bitten wir die Öffentlichkeit um Mithilfe. Drei Tage nach dem Anschlag gibt das FBI detaillierte Beschreibungen der Tatverdächtigen bekannt und setzt damit eine beispiellose Folge von Ereignissen in Gang. Wir haben hier den Verdächtigen Nummer 1 und den Verdächtigen Nummer 2. Es scheint eine Verbindung zwischen ihnen zu geben. Verdächtiger 2 stellt einen Rucksack am Schauplatz der zweiten Explosion ab, genau vor einem Restaurant. Als die Fotos im Internet auftauchen, schaltet sich Marius Savides ein. Er leitet eine Forschungsgruppe an der Carnegie Mellon University, die die nächste Generation der Gesichtserkennungsprogramme entwickelt. Das Foto war einfach zu klein. Die gängigen Technologien kommen mit so einem schlechten Bild nicht klar. Es ist nicht genügend Bildinformation vorhanden. Man muss stattdessen hochauflösende Techniken zur Bildverbesserung anwenden. Im Grunde muss der Computer halluzinieren. Halluzinieren bedeutet in diesem Fall, aus den wenigen vorhandenen Pixeln des unscharfen Fotos im Computer ein erkennbares Gesicht zu rekonstruieren. Hierzu füttert Savides den Computer mit Tausenden von Fotos verschiedener Gesichter. Jedes sowohl in sehr niedriger als auch in sehr hoher Auflösung. Mit der Zeit kann das Programm Muster erkennen und Rückschlüsse ziehen. Es lernt. Hier ist der Computer schlauer als wir Menschen. Er schafft, was unser Gehirn nicht schafft. Er stellt die Verbindung her zwischen einer pixelarmen Gesichtsaufnahme und deren kontrastreichem Gegenstück. Mit genug Daten kann er einen Algorithmus bauen und von dem Unscharfen auf ein scharfes Bild schließen. Das beste Foto, das das FBI drei Tage nach dem Anschlag veröffentlichen konnte, war dieses. Schwach ausgeleuchtet, sehr unscharf, aber fast eine Frontalaufnahme des zweiten Attentäters, dem Mann mit der weißen Kappe. Wenn wir uns das Bild anschauen, können wir wirklich keine klaren Gesichtskonturen erkennen. Wir können sie höchstens erahnen. Deshalb zeichnet das Team um Marius Savides 79 Markierungspunkte in das Gesicht. Danach bearbeitet der neueste Algorithmus das unscharfe Foto.
Unser Algorithmus konnte dieses Gesicht herausarbeiten. Daraus. Ist dies der Durchbruch, um einen der Bombenleger zu identifizieren? Noch bevor Savides das Ergebnis an das FBI weiterleiten kann, nehmen dramatische Ereignisse ihren Lauf. Die Veröffentlichung der Fotos und Videos scheint die Verdächtigen nervös gemacht zu haben. In Cambridge, auf dem Campus des MIT, wird bei dem Versuch, dessen Waffe zu stehlen, der Polizist Sean Collier kaltblütig erschossen. Auf der anderen Seite des Charles River wird mit vorgehaltener Pistole ein Mercedes-Geländewagen gestohlen und der Fahrer als Geisel genommen. Die beiden Männer prahlen damit, die Bombenleger von Boston zu sein. Nach einer langen Irrfahrt gibt der Mercedes-Fahrer der Polizei den entscheidenden Hinweis. Er entkommt den Kidnappern an einer Tankstelle und meldet sich sofort bei der Notrufzentrale. Er informiert die Polizei, dass sein Auto von den Boston-Marathon-Attentätern gestohlen worden sei und sein Mobiltelefon sich noch immer im Auto befinde. A black Mercedes SUV, carjacked from Gate 16 Memorial Drive at the gas station in Cambridge. Wie kann die Polizei aufgrund dieser Angaben das Auto und die Verdächtigen finden? 911, where's your emergency? Brad Barry nimmt die Notrufe entgegen in der Notfallzentrale von Chester County. Und er kann helfen, selbst wenn der Anrufer nicht mehr kommunizieren kann. Mit unserem neuen System können wir den Ort des Notrufs lokalisieren und Hilfe dorthin schicken. Jedes Mobiltelefon sendet seinen eigenen digitalen Fingerabdruck an die Mobilfunkmasten der Umgebung. Mit Hilfe dieser Informationen lässt sich sein Aufenthaltsort genau bestimmen. In der Regel kommuniziert ein Mobiltelefon mit dem nächstliegenden Funkmast. Aber die Übertragungsdaten werden auch von einem zweiten, weiter entfernten Turm empfangen, bloß Nanosekunden später. Mit Tracking-Techniken lässt sich die Zeitverzögerung auf einer Karte genau darstellen. Die möglichen Aufenthaltsorte bilden eine Kurve. Indem wenigstens noch zwei weitere Sendemasten in die Berechnungen eingeschlossen werden, entstehen eine zweite und eine dritte Kurve. Der Punkt, in dem sämtliche Kurven sich treffen, ist der Aufenthaltsort des Mobiltelefons. 911, where is your emergency? Auf diese Weise werden Notrufe innerhalb von Sekunden lokalisiert. East of Westbourne. Damit das funktioniert, muss man nicht einmal telefonieren. Auch wenn es nur eingeschaltet ist, sendet und empfängt das Telefon Daten. Im Fall der Boston-Marathon-Bomben konnte die Polizei die Autodiebe mithilfe dieser Technologie lokalisieren. Black Mercedes SUV. Suspects are two Middle Eastern males. Both suspects armed with firearms. An einer Kreuzung im Wohngebiet des Bostoner Vororts Watertown stellen die Polizisten die mutmaßlichen Attentäter. Schüsse fallen. Polizeibeamte suchen Schutz hinter ihren Fahrzeugen, rennen hin und her. Jeder Zweifel, ob es sich bei den Autodieben tatsächlich um die Bombenleger handelt, verfliegt, als die Verdächtigen beginnen, Sprengkörper auf die Polizisten zu werfen. Die Bewohner in dieser dicht besiedelten Wohngegend sind starr vor Angst. Am Ende geht den Attentätern die Munition aus. Auf einmal rennt der erste Verdächtige auf die Polizei zu, quer über die Straße und wird zu Boden gestoßen. Polizisten halten ihn mit den Füßen am Boden. Ich höre einen sagen, wenn du dich bewegst, schieße ich dir den Kopf weg. In dem Moment ist der Mercedes losgerast. Wir sahen die Erschütterung, als er über seinen Komplizen fuhr. Er hat ihn 5 bis 10 Meter mitgeschleift. Am Ende ist einer der Verdächtigen tot. Überfahren von seinem Komplizen, als dieser in dem gestohlenen Mercedes vom Tatort flieht. Bis jetzt kennt niemand ihren Namen. Von dem Getöteten werden Fingerabdrücke genommen und eine staatliche Datensammlung gibt den Namen preis. Tamerlan Tsarnaev, ein Tschetschene, mit Wohnsitz in Cambridge. Kurz darauf ist auch der zweite Bombenleger identifiziert, als dessen jüngerer Bruder Jocha. Wie sich herausstellt, ist Tamerlan bei den Behörden kein Unbekannter.
Bereits 2011 hat die russische Regierung die USA darüber informiert, dass Tsarnaev sich radikalisiert hatte. Er wurde vom FBI befragt und sein Name auf eine Liste mit Terrorverdächtigen gesetzt, gemeinsam mit 800.000 anderen. Offiziellen Angaben zufolge war sein Name falsch geschrieben. Auch das Geburtsdatum war nicht korrekt. Deshalb fiel Tsarnaev auch nach seiner Wiedereinreise nach einem Tschetschenienaufenthalt 2012 nicht erneut auf. Das deutet auf mögliche Mängel hin in der Art und Weise, wie die amerikanische Regierung ihre riesigen Datenbänke verwaltet. Das Problem damals war, dass die US-Strafverfolgungsbehörden wie in einem Telefonbuch nach einem ganz bestimmten Namen suchten. Weil der Name falsch geschrieben war, spuckte die Datenbank keinen Treffer aus. Das beste Beispiel für die Verarbeitung riesiger Datenmengen ist wohl Google. Hier wird auf Schreibfehler hingewiesen. Hätten die Behörden ihre Datenanalyse so wie Google betrieben, hätten sie die Bombenanschläge vielleicht verhindern können. Aber sind große Datenmengen wirklich alles? Es gibt keinen Ersatz für die menschliche Komponente, diese Intuition, die Fähigkeit, aus dem Rauschen das eine Zeichen herauszufiltern. Erst danach kann man Hilfsmittel anwenden und ins Detail gehen. Zurück an der Carnegie Mellon University setzt Marius Savides sein Gesichtserkennungsexperiment fort, das völlig abhängig ist von großen Datenmengen. Nachdem Jocha Tsarnaev identifiziert und hochauflösende Gesichtsaufnahmen verfügbar sind, will Savides sein Programm an dem zweiten Verdächtigen testen. Maschinelles Lernen heißt ein Forschungszweig der künstlichen Intelligenz. Dabei vergleicht das Programm das extrem unscharfe Foto mit einer Datenbank von rund 1 Million Gesichtern, die nun auch ein älteres Foto des jüngeren Tsarnaev enthält. Nachdem Frauen, Menschen mit dunkler Hautfarbe, mit Gesichtsbehaarung und Leute über 25 ausgeschlossen werden, landet das echte Foto von Jocha auf Platz 20 der möglichen Treffer. Wir stehen noch am Anfang, aber es haut uns immer noch um, wie gut es schon funktioniert. Das war kein Zufall. Dies hat tatsächlich auf den Bombenleger von Boston gepasst. Es war großartig. Großartig, nicht weil es einen einzelnen Verdächtigen herausgefiltert hat, sondern weil es der Strafverfolgung Anhaltspunkte gibt. Doch auch einen identifizierten Täter muss man erst einmal fassen. Genau das versucht die Polizei fieberhaft am Freitagmorgen, am vierten Tag nach dem Attentat. Seit dem Tod von Tamerlan Tsarnaev ist sein 19-jähriger Bruder Jocha auf der Flucht. Den gestohlenen Mercedes hat er eine halbe Meile vom Ort der Schießerei entfernt stehen lassen. Seither ist er verschwunden. Boston und das Umland sind abgeriegelt. Wir durchsuchen diesen Wohnbezirk. Wir gehen von Tür zu Tür. Und die Welt sieht zu. Watertown ist Sperrgebiet. Die Menschen sollen in ihren Häusern bleiben und niemanden reinlassen. Hunderte von Polizisten durchkämmen die Straßen und Hinterhöfe von Watertown. Seit einer Stunde sehen wir, wie diese Polizeibeamten von Tür zu Tür gehen. Stunden vergehen, aber Jocha Tsarnaev befindet sich immer noch auf freiem Fuß. Die Massachusetts State Police setzt ein weiteres Hightech-Instrument zur Verfolgung des Gesuchten ein. Ein Hubschrauber steigt auf, an Bord eine leistungsstarke Wärmebildkamera. Die Wärmebildkamera nimmt Licht ganz anders wahr. Wärmere Objekte geben mehr Energie ab, kältere weniger. Auf den ersten Blick sieht es wie ein Schwarz-Weiß-Bild aus. In Wirklichkeit bildet es Unterschiede in thermischer Energie ab. Unser Auge kann nur das sichtbare Licht wahrnehmen. Das macht jedoch nur einen geringen Teil des elektromagnetischen Spektrums aus.
Es gibt noch andere Formen von Licht und Energie, die für das menschliche Auge unsichtbar sind, darunter auch Infrarotlicht. Diese Strahlung wird durch die Bewegung der einzelnen Atome innerhalb eines Objektes erzeugt. Je höher die Temperatur, desto schneller bewegen sich die Atome und desto mehr infrarote Strahlung wird produziert. Eine Infrarot- oder Wärmebildkamera kann schon die kleinsten Wärmeunterschiede darstellen. Dazu muss ein Objekt nicht einmal warm sein, um hervorzutreten. Tatsächlich gibt alles, was über dem absoluten Nullpunkt liegt, das sind minus 273 Grad Celsius, irgendeine Infrarotstrahlung ab. Eine Tasse Kaffee genauso wie ein Glas Eiswasser. Ein Flug über Boston in rund 2000 Metern Höhe demonstriert, um was für ein machtvolles Überwachungsinstrument es sich dabei handelt. Jim Wozniacki lässt das Stativ mit mehreren Infrarotkameras durch die Cargo-Tür herunterfahren. Da unten war die Ziellinie. Im Infrarotmodus sieht Boston ganz ungewohnt aus. Sehen Sie den Typen, der gerade verschwunden ist? Schauen Sie all die Leute, die auf einmal im Schatten zu sehen sind. Die Menschen verschwinden nicht länger im Schatten oder in der Nacht. Ihre Körper sind wärmer als die Umgebung. Diese Kamera ist so leistungsstark, dass Jim Wozniacki einen Zigarettenstummel aus einer Meile Entfernung sehen kann. Die Zigarette dort wurde gerade weggeworfen. Es ist verblüffend, wie sie sich abzeichnet. Aber es ist kein Röntgenblick. Infrarotstrahlen können nicht durch Wände dringen. Die Kamera sieht nicht, was innerhalb von Gebäuden passiert. Und die starke Bildvergrößerung schafft weitere Probleme. Im Grunde sind diese Kameras wie Mikroskope. Es ist sehr schwer, das Gesuchte unter der Linse zu haben. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Im Fall des Boston-Bombenlegers hatten wir jemanden, der sich zu Fuß, wahrscheinlich in Watertown, bewegte. Vielleicht war er aber auch schon aus Watertown heraus. Wo man die Wärmebildkamera einsetzen soll, das ist die große Frage. Sollte sich der Gesuchte nur knapp außerhalb der Linse aufhalten, übersieht man ihn einfach. Am Freitagnachmittag, während die Jagd auf Jocha Tsarnaev andauert, gehen Mark Spencer und Edward Mathurin im Hubschrauber auf die Suche. Die Hinweise kamen ununterbrochen. Wir mussten andauernd Teams losschicken, um Anhaltspunkten nachzugehen. Egal wie banal, man muss das machen. Man muss jedem kleinsten Hinweis nachgehen. Doch nach einem Tag Suche haben die Hundertschaften an Polizisten den Flüchtigen immer noch nicht aufgespürt. Die Aufforderung, die Häuser nicht zu verlassen, wird aufgehoben. Doch die Menschen sollen wachsam bleiben, verdächtige Aktivitäten melden. Nervös kommen die Menschen aus ihren Häusern. In der Franklin Street, nur einige Blocks vom Fluchtfahrzeug entfernt, bemerkt eine Anwohnerin etwas Merkwürdiges in ihrem Garten. Ein Notruf ist reingekommen. Eine Frau hat ein Boot in ihrem Garten abgestellt. Da soll Blut an der Abdeckplane sein. Wir haben uns wirklich nicht allzu große Hoffnungen gemacht, aber sobald wir über dem Wohnviertel waren, sah Eric das Boot im Garten. Ich habe die Wärmebildkamera rübergeschwenkt und gesehen, es war nur mit einer dünnen Plastikplane abgedeckt. Die dünne Plastikplane ist nicht Barriere genug für die Infrarotstrahlung darunter. Ich erhielt ein perfektes Bild in unglaublicher Genauigkeit. Ich wusste sofort, da war jemand im Boot. Er sah sogar zu uns herauf, als wir darüber flogen. Technology.
Ich war wirklich erstaunt, wie gut und klar ich die Person im Boot durch die Kamera sehen konnte. Es ist wieder chaotisch. Eben sah ich einen Polizeihubschrauber da oben und ein Sondereinsatzkommando in diese Richtung stürmen. Einsatzwagen rasen vorbei. Sirenen flackern. Da passiert etwas. Angeblich hat die Polizei einen Verdächtigen umzingelt. Am Boden ist das Haus von Polizisten umstellt. Und es ist Bill Evans vom Boston Police Department, der diesen Einsatz leitet. Er hat keine Zweifel, wer sich in diesem Boot befindet. Jochar Tsarnaev, der Mann mit der weißen Kappe. Evans geht davon aus, dass er schwer bewaffnet ist. Er hatte Rohrbomben und Schusswaffen. Wir wollten ihn erst ergreifen, wenn es wirklich sicher war. Dann fällt ein Schuss, was augenblicklich zu einem Kugelhagel führt. Ich weiß nicht, was den Schuss ausgelöst hat, aber keiner wusste, was der gefährliche Bursche da drin noch bei sich hatte. Ich habe geschrien, jeder soll das Feuer einstellen. Was folgt, ist eine angespannte Belagerungssituation, die fast 3 Stunden andauert. Dann steigt der 19-Jährige aus dem Boot, unbewaffnet. Das FBI-Sonderkommando stürzt nach vorn. Die Menschenjagd ist vorüber. Diese Nachricht kam gerade von der Bostoner Polizei. Festgenommen, die Jagd ist vorbei, Täter in Gewahrsam. Fünf Wochen nach dem Marathon ist Bill Evans früh morgens unterwegs in den verregneten Straßen von Boston. Er blickt zurück auf eine Woche, die ihm wie ein einziger langer Tag erscheint. Es war eine nervenaufreibende Zeit für viele von uns. Wir wollen hoffen, dass wir so etwas nie wieder durchmachen müssen. Die Strafverfolgung wird in Zukunft noch mehr auf Hightech-Werkzeuge vertrauen. Vielleicht wird es eines Tages möglich sein, einzelne Verbrechen damit sogar zu verhindern. Doch werfen viele dieser Verfahren ernsthafte Fragen nach dem Schutz von Privatsphäre auf. Und möglicherweise versprechen die Hightech-Werkzeuge am Ende mehr, als sie halten können. Ganz klar, es ist ein leicht verwundbares Ziel, so wie alle Massenveranstaltungen. Aber wir werden hieraus gestärkt hervorgehen und wir werden deutlich machen, dass wir uns durch Terroristen nicht einschüchtern lassen. September in den Alpen. Und von den Felswänden hallt das Echo mächtiger Stimmen. In den Bergen baut sich Spannung auf. Die Hirschbrunft steht bevor. Die stärksten Hirsche versammeln einen Harem und verteidigen ihn gegen Rivalen. Mai in den Bergwäldern. Das Rudel hat sich aufgelöst. Allein sucht die Hirschkuh einen stillen, sicheren Platz, nah am Wasser. König der Alpen, der Rothirsch, heute um 20.15 Uhr bei Phoenix. Lautlose Spektakel am nächtlichen Himmel. Kaum ein Naturschauspiel wirkt so gespenstisch wie das Nordlicht. Noch heute gibt das Phänomen größte Rätsel auf. Wenn überhaupt, kann das Geheimnis nur mit moderner Technik entschlüsselt werden. Da oben spielen sich Dinge ab, die vermutlich auch mit dem Klimawandel zu tun haben. Die Jagd nach dem Himmelsfeuer. Am Montag um 20.15 Uhr bei